Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inselhopping. Diesmal von Chamonix-Cook, da haben wir 2020 einen Tagesausflug hingemacht. Ich habe das Ganze nochmal ein bisschen neu geschnitten, ich hoffe es gefällt euch. Viel Spaß! Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Anna. Ich liebe es zu reisen und unterwegs zu sein, manchmal ganz in der Nähe und manchmal auch weiter weg. Oft mit dem Womo und immer gerne mit dem Fahrrad im Gepäck. Auf meinem Kanal findet ihr viele Ausflugs- und Reisevideos, also lasst mir doch gerne gleich schon mal ein Abo da. Chamonix-Cook ist die kleinste und die östlichste der 5 bewohnten Waddeneilanden, also die holländischen Waddeninseln. Da Chamonix-Cook eine autofreie Insel ist, sind wir hier natürlich mit dem Wohnmobil nicht ganz so weit gekommen und haben uns daher dafür entschieden, nur einen Tagesausflug zu machen. So, wir haben jetzt ungefähr 10 nach 8. Wir sind langsam startklar heute für unseren Trip nach Chamonix-Cook. Die Fähre startet in Lauwersoog. Die Fährfahrt dauert 45 Minuten. Unser Weg führt uns erstmal ins Örtchen. Dort gibt es zum Beispiel viele schöne Cafés und frisch gestärkt wollen wir dann aber schnell auch die Fahrradwege erkunden. Chamonix-Cook mit dem Fahrrad zu besuchen lohnt sich wirklich. Die kleine Insel hat mehr als 30 Kilometer super schöne Fahrradwege. Auf unserer Fahrradtour haben wir neben den beiden Leuchttürmen auch einige Bunker gefunden. Am besten gefallen hat uns allerdings die östliche Seite von Chamonix-Cook, die ein Landschaftsschutzgebiet ist. Leider haben wir es aufgrund der Wetterlage nicht ganz geschafft, alle Wege hier abzufahren und sind leider auch ganz schön nass geworden. Aber wir hatten viel Spaß und es hat uns sehr gut gefallen. Die Insel ist optimal für 1 bis 2 Tage.
Besonders groß ist sie zwar nicht, aber ich finde, gerade aufgrund der reichen Natur ist sie wunderschön und für mich eine der schönsten Watteninseln, die wir besucht haben. Das war's von Chiamonnikoog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut euch gerne noch weitere Reisevideos von mir an und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin, tschüss!